diesem Tipps und Tricks Video wollen wir einmal zeigen, wie einfach es ist, in KeyShot Geometrien zu spiegeln. Zunächst wählen wir erstmal die Geometrie an und duplizieren die mit der rechten Maustaste. Jetzt haben wir zwei Geometrien übereinander liegen. Die zweite Geometrie wollen wir natürlich spiegeln. Dazu schalten wir uns erstmal das Koordinatensystem ein, damit wir wissen, um welche Achse wir zu spiegeln haben. Und nun spiegeln wir nur noch negativ um diese Achse, indem wir einfach hier ein Minus davor setzen. Und schon haben wir die Geometrie gespiegelt. Musik